Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 18 Hunt Returns oder wie wir es nennen, United Danny Williams. Ja, wir haben in der letzten Aufnahme erfolgreich eigentlich alles verkackt, was man verkacken kann, und haben neu gestartet und haben dadurch auch gleich einmal eine andere Cup-Partie erhalten. Yeah. Vorher hatten wir Everton, jetzt haben wir Arsenal bekommen. Uhu, das ist ein Entscheidungsspiel. Das kennen wir schon und wir versuchen es diesmal richtig zu machen. Wir spielen im Sturm. Ich probiere mal nur Williams zu spielen. Hat im Vorbereitungsspiel gut funktioniert. Jetzt probieren wir es nochmal. Eventuell gelingt uns ja jetzt das entscheidende Tor, dass wir weiterspielen dürfen. Mal schauen. Ich bin gespannt. Denn hier ist es echt hart mit der Williams irgendwie Erfolg zu haben. Es ist wirklich sehr schwierig. Leider. Aber wir machen es. Wir wollen einfach und wir wollen durch. Somit gehen wir ins Spiel und wir sind immer mit Danny Williams. Und ja, mit dem müssen wir ein Tor machen und das Spiel gewinnen. Es ist so, es bleibt ein bisschen Zucker. Liga-Match, ich habe das Kapitel richtig mal gestartet. Haben wir das Tor gemacht vorhin? Ja, war noch gut. Es hat mich gewundert, dass wir da getroffen haben. Ja, da gibt es schon der erste Querpass, der irgendwo hingeht, nämlich auf uns. Das ist ja wieder mal typisch. Verstehst du? Das ist so typisch, dass wir den nicht bekommen, aber fast schon hinten liegen. Yeah, toll. Olli hält das Tor aber rein. Sind wir froh drüber. Hau die Kugel weg. Zack. Schön auf. Mané. Mané auf uns. Wir vergeigen den Ball leider. Aber gut, war eine gute Möglichkeit. Wir haben bald was rausgebracht. Das war eine Hälfte. Und das ziemlich schnell. Ohne groß herumzuwichsen. So. Hier. Zack. Schuss. Ach, was war das? Das war alles mit Kartoffels. Irgendetwas. Schade, Coutinho hat sich den Ball geholt, aber leider nicht verloren. Das ist auch irgendwie bitter, das zeigt auch wieder einfach, keine Ahnung, Liverpool hat es nicht so richtig drauf, das Spiel zu machen. Irgendwie hakt es von den hinten. Wir brauchen das Tor mit dem Williams. Wo spielt mir der den Ball hin? Es ist auch wirklich zum Haare raufen. Versuche alles, dass Williams diese Chance nutzt. Die Mitspieler machen es eigentlich zunichte. So gut es geht. Ja, wieder mal nach vorne gedrescht. Ach Gott. Die Zeit wird schön flach gespielt. Komm, das Angriffstrittel wird der Ball aber nach vorne gedroschen. Das gibt es nicht. Das pfeift er gleich gegen meine. Echt, auf keinen Fall, wundert mich. Normalerweise pfeift er das sofort ab. Aber haben wir mal Glück gehabt. So. Spiel den Ball nach vorne, verdammt. Zu spät. Wieder zu spät. Es ist echt zum Haarenraffen. Es ist. Keine Ahnung, wie man das beschreiben soll. Man kann ja nicht machen, was man will. Es passiert nichts. Ich muss mit Williams denn die eine Chance nutzen. Ich bekomme einfach Ende aus. Das bleibt mir alles über. Das bleibt mir nichts, aber so eine Möglichkeit. Also eine Chance reinzumachen. Einfach so Panther. Gerade hier. Also nein. Es ist unglaublich, warum kommen wir jetzt nicht raus. Klopp sieht's auch. Klopp sieht das Unheil. Kommen. Langsam. Die muss ich nicht sehen, es tut mir leid. Ich kann's. Ja, es geht. Alles gut. Alles gut. Ah. Bisschen abgewandt. Da wirft den Ball doch her. Dummdödel. Tormann. Da Williams kämpft sich den Ball erfolgreich. Wieder gleich nochmal. Das. Oh. Das ist ärgerlich. Das dauert alles 18 Jahre. Kein Ball kommt an. Wir können mit Williams machen, was wir wollen. Es ist zum Hangraffen. Es ist echt zum Hangraffen. Was sollen wir noch tun? Sollen wir uns
vier Teile teilen, dass wir vier Positionen gleichzeitig spielen. Ich weiß es nicht mehr. Wow. Und da waren wir fast da so hinten. Unglaublich. Es ist echt unglaublich, dass wir hier einfach nicht Zugriff bekommen auf das Spiel. So, die KI. Ja, wieder Corner, also wir kommen da hinten gar nicht raus. Wie soll ich vorne was machen, wenn wir hinten nicht rauskommen? Kann man das erklären? Können wir das mir erklären? Nein, kann man nicht. Aber Spiel will es ja so. Der Williams steckt im Dreck, also muss man aus dem Dreck rausziehen. Ja, yeah. Toll. Ja. So wie sich das Spiel das vorstellt, dass wir aus dem Dreck rausziehen, wird es verdammt, verdammt schwer, das irgendwie zu bestehen. Denn die KI ist verdammt stark. So, ich bin nämlich alleine am Ball. Es gibt dann neben dem Ball und der spielt ihn nicht zu uns weiter, sondern macht irgendwas, damit wir können dann da sowas verwerten. Toll. Statt dass man links in den Rhein spielt, wir können den Hit nach innen machen, abziehen. Jetzt kommt die Flanke und wir haben keine Chance auf den Ball. Toll. Das ist echt ein Traum, muss ich zugeben. Das ist zum Verzweifeln, das Ganze. Das ist zum Verzweifeln. Dann haben wir nicht einmal richtige Torchancen. Ich soll ein Tor machen. So. So, dann will es gleich nochmal. Wir müssen nur zum Ball kommen und so fängt es an. So kommen wir zum Ball. Hol dir den Ball! Hol dir! Hast du Fass! Wir haben keinen Hassel hier hinten, der irgendwie hingehen würde. Schau alle dumm zu! Geh hin! Hin! Geh hin! Attackier den! Wie dumm kann man sein? Ernsthaft, ich stehe da vorne und fertig. Och Gott. Das ist unglaublich. Gehe ich nach hinten, kriege ich wieder Abzug, wie weit ist denn die Position nicht ein? Das ist immer das Gleiche. So, jetzt hat man den Ball wieder da hinten, ewige Jahre. Das kriegen wir mal. Und die Auswechslung droht schon. Pam! Tor! Williams, ja, unglaublich, bam, dritte Falle und verdammt, ah, ganze Wut draußen, also durch die Williams, bam, super gemacht, die Chance genutzt, eine Chance gehabt, eine Chance gemacht, ah, ja, jetzt müssen wir sie noch halten. Jetzt müssen wir es halten. Das ist, hat das wieder keinen Sinn. Aber ich kann eigentlich nicht so viel länger zu verlieren. Ja. Theoretisch schon, ich könnte jetzt etwas tun machen. Ich komme. Der war schlecht. Das wird schlecht. Wir kriegen einen Aufgabe von jedem Kapo. So, 7-7. Sorge für Ruhe. Ziel das nächste Tor und bringen wir das Spiel zu Ende. Wir sollen noch ein Tor machen, was auf Körper geht und auf Schuhe noch verspielt. Wo Punkte haben wir uns. Schade. Wir hatten 8. Diesen Fehlschuss haben wir uns viel verhaut gerade. Wir sollten noch ein zweites Tor machen. Gespannt, aber das noch hin, wenn wir ein zweites Tor. Jetzt müssen wir schon aus dem Ballbesitz kommen. Ja, jetzt haben wir den Ball. Wir kommen nicht holen. Und er holt sich den Ball nicht. Doch die Deckung ist out. Doch nicht. Verdammt. So ist sicher das schlecht. Der Ball weiß gar nicht. Ja, er muss wieder in die Mitte gehen. Er sagt ja, so, haltet die Position. Dann will ich draußen aushelfen. Das ist immer das Gleiche. Denn ich halte die Position nicht. Aber so, so ein Ball. Wow! Wollte den schönen Lauf spielen, dass man dann, dass der Lauf und halt dazu läuft, aber nee, es ist nicht ausgegangen. Das war kein. Ich spiele mich da.
Spieler auswechseln, Tod. Ja, was dort hat sie gemacht, verdammt. Das ist ja wurscht eigentlich. Was hast du da gemacht? Zählt das nicht? Ball holen. Da war knapp. Das war knapp. Jetzt kommt Özil. Wenn Mesut kommt. So. Wir brauchen noch ein Tor. Ich weiß, dass es viel ist. Also Axel tot. Lass mich los, verdammt. Halt mich fest. Ich weiß nicht, ob ich gerade festhält. Bam! An die Latte! Gibt's ja nicht. Ich muss machen. An die Latte! Hat man das gesehen? Und jetzt gelingt uns nichts. Dann schießt man die Latte. Ah, schade. Kommen wir nicht mehr hin. Da kommen wir leider nicht mehr hin. Ah. Mané geht raus, Salah kommt. So, 85, sind noch 5 Minuten plus Nachspielzeit, also haben wir 7. Der Williams hat das Tor gemacht. Der Williams! Ja! Ich bin immer happy. Das ist. Ah, ich will das schaffen, Herzen gefahren. Jetzt müssen wir so die Zeit bringen. Bitte, bringt es so die Zeit. Hinten, Torwart. Oh, gehalten. Ich mach mir die Hose. Ich mach mir die Hose. Das wird immer spannender. Ball raus, Ball raus. Hau die Kugel weg. Hau die Kugel weg. Oh, einfach weg. Weg den Ball. Hau den Ball weg, verdammt. Hau den Ball weg, verdammt. Hau den Ball weg, verdammt. Ja. Boah. Ja, halt die Position, wo ich hinten aushilfe. Und ja, Sieg! Ja, Williams hat's geschafft. 1-0, Benny Williams. Ja, ich bin so glücklich. Ah, endlich haben wir es geschafft. Und dann machen wir das Tor, das Wichtige. Was für das? Ja! So, wir haben die Leistung. Nicht erbracht, wurscht. Ich hätte das Tor noch dann das Spiel gedreht. Das ist das, was Ziel ganz toll gemacht. Ich glaube, das hat das einzige Gefühl das letzte Mal. Und jetzt haben wir das Tor. Jetzt haben wir das Tor. Mit der Williams. Ah, oh, geil. Endlich geschafft. Endlich. So, was sagt uns Klopp jetzt nach dem Spiel? Schöne Pässe nach vorne. Damit lässt es den entscheidenden Beitrag zum Vorwärtsgang der Mannschaft. Du bist mit deinem Kurzpass enorm erfolgreich. Du zeigst mit diesen Direktpässen, dass du genau weißt, wo deine Mitspieler sind. Du hast die Chance erkannt und im Strafraum das Tor gemacht. Yeah! Also nicht im Strafraum, aber ist okay. Damit leben wir jetzt. So ärgerlich außerhalb des Strafraums abgezogen haben wie ein Weltmeister. Aber gut, so was kommt jetzt. Here is Danny Williams. Great game, lad. Wie schön ein Netz zu sein, oder, Monami? Du hast heute nicht nur den Trainer, sondern uns alle beeindruckt. Ich muss mich richtig reinbinden. Williams ist da, deine Worte haben mich überzeugt. Das ist es, die Worte haben uns überzeugt. Also, was du neulich gesagt hast, hat mich überzeugt. Schön, dass es in deinem Kopf angekommen ist. Auf dieser Leistung musst du aufbauen. Übernimm endlich Verantwortung. Verantwortung? So ein Vorbild sein und all das? Ja, ja, das ist mein Ding. Weißt du noch, als du das erste Mal hier warst? Da warst du ein hoffnungsvoller Nachwuchsspieler, konntest es kaum erwarten, einen Vertrag zu unterschreiben. Als die Fotografen gegangen waren, hattest du zu mir gesagt, dass du dir in diesem Club einen Namen machen wolltest. Lachhaft, oder? Der Trainer will, dass du in den nächsten Spielen mehr Verantwortung übernimmst. Mal sehen, vielleicht können wir dann in der Premier League was reißen. Wenn du jetzt Leistung zeigst, schaffst du es vielleicht ins Team fürs Liga-Pokalfinale. Wäre ja schon mal nicht schlecht. Ja, das wäre nicht schlecht, wenn wir dorthin kommen würden.
Ja, und somit hat sich die Geschichte mal hier gedreht. 20 Minuten ein Tor. Ah, ein Startelf-Bonus. Ein Tor-Bonus. Und in Bayern Damen. Transferwert von 3 Millionen. Pfund, bitte Pfund. Wir sind aber Auswechselspieler wieder. Na toll. Sitzköpfige müssen wir ein bisschen wegbringen. Das gefällt Jürgen Klopp gar nicht. Ich hab's verstanden, Jürgen. Ich habe es verstanden. Was du uns sagen willst. 73. Und auch schon die Hälfte. Ja, 2 Skillpunkte. Der Williams zieht ganz schnell noch. Entschuldigung. So, meine Nase. Der Williams wird ganz schön schnell hochgezogen. So. Alltag wieder. Ah, schönes Zimmer. Schön zusammengeräumt. Da wäscht sich, glaube ich, die Dressen selbst da hinten. Kann ich mir vorstellen. So, Social Media. Cliff Rockhart. Oh ja, Tor durch der Williams Footy. Der Trainer weiß offenbar doch, was er macht. Gutes Gefühl. Ringo Brandt. Hey, der Williams Footy. Ruf mich an. Wir müssen drüber reden, was wir mit dem Tor-Bonus machen. Okay? Nein, machen wir nicht. Declan Marsh. Wo hast du dich denn die ganze Saison versteckt, der Williams Footy? Auf der Bank. Auf der Bank haben wir uns versteckt. Wir vergeben gleich die 2 Attribute. So, was haben wir? Außenrissschuss oder angeschnittenen Schuss nehmen wir. Und dann nehmen wir den Außenrissschuss auch mit. Wir machen nochmal alles voll. Somit, ah, glücklich. Einfach nur geil. Einfach nur geil. Und das Training machen wir noch mit. Jetzt Torvorlagen und hohe Steilpässe. Entschuldigung. Aber meine Nase bringt mich gerade um. Es noch genauso geht. Er ist bereit für ein bisschen Training. Komm schon, fangen wir an. Es genauso geht, schreibt es in die Kommentare. Verdammte Nase. Ah, Entschuldigung, Training kann beginnen. Torvorlage. Passe zum Mitspieler, der sich eine aussichtsreiche Position befindet. Tipp, versuche den Mitspieler mit Steilpässen zu schicken. Flacher Pass oder Steilpass. So, dann machen wir das. Zack. Paff. Tor. Stange. Pam, Tor. Williams hat's drauf. Derzeitig. Latte. Den spielen wir direkt. Aus dem einfachen Grund, dass man dann einfach ins Kreuzig ziehen kann. Und wird dann gesagt. Unter anderem. Zack. UA drüber. Der war schlecht, aber wir haben ihn A geschafft, das ist sehr gut. Somit machen wir weiter. Hohe Steilpässe. Spiele hohe Steilpässe zu den Mitspieler. Achte auf Abseitsstellungen. Tipp: Wenn der Passempfänger im Moment des Abspiels hinter dem letzten Verteidiger steht, kommt es zu einer Abseitsstellung. L1 und Dreieck ist hoher Steilpass. Oh, das musst du mit Hunter nie machen, glaube ich. Aber gut, aber zu weit. Schön gemacht, schön mitgenommen, aber schwacher Abschluss. Puh, Absatz. Aber den hätten wir schon mitgenommen. Der geht sich wieder nicht aus, der ist nicht so früh gestartet. Zack. Da kommt ja kein Mensch hin. So soll das ausgehen. Paff. Der war geil. Firmino gegen 3, faul Elfmeter. Ah! Und verdrückt. Voll auch noch. Paff! Abgeschossen. Gegen 3 schon heftig. Puh, schade. Kann auch mal machen. Aber mit A, das geht. Das ist okay. Dann nehmen wir das. Haha, sehr gut. Wir sind auf gutem Weg. Wir sind auf gutem Weg. Torvorlagen A und hohe Steilpässe A. Tam, 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 da. Das war's für heute. Ruht euch heute Abend aus. Trainer, wird du so wieder starten jetzt? Ja. Richtigen Weg. Mr. Williams, Footy. Sollte man uns ausruhen oder die Wäsche machen und das Zimmer zusammenräumen. Wäre auch mal der Hit. Einfach so ein bisschen zusammenräumen. Schau noch in Social Media. Philipp Bönner. Der Williams Footy ist eine andere Welt, oder? Spiel einfach dein Spiel, Monami. Nutze deine Chance.
Darren Gaw. Die nächste Chance für die Williams 40 zu glänzen. Ich glaube, das gelingt ihm auch, obwohl die Gerüchteküche gerade brodelt. Neslen Bauer. Warum steht die Williams 40 in der Aufstellung? Weil sie es verdient hat, verdammt. So. Einfach so. Ist so. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Zuschauen wieder. Wir sehen uns das nächste Mal, wenn es wieder heißt Let's Play FIFA 18 The Journey Hunter Returns oder Rettet Danny Williams. Ciao.